En de minister Savary Herzog van Review Paris drei uns 20. November 1810 das Journal de l'Empire sagt in seiner heutigen Nummer, dass ich die Bezirke des Kreises von Österreich in Wien machen lasse, ohne Zweifel, um sie auf irgendeinem Platz von Paris aufzustellen. Sagen Sie dem Herrn Etienne, dass ich ihm das nächste Mal, wenn er solchen Unsinn zurückgehen lässt, die Leitung der Zeitung entziehen werde. Es ist ganz einfach, dass er die Redaktion dieser Zeitung wohltätiger. Da er deren Sensor ist, die ist umso schlimmer als es eine unangenehme Wirkung machen würde, wenn man es zurücknehmen wollte. Man muss nicht aus Wien oder durch eine andere ausländische Korrespondenz erfahren, was ich tue. Ich, die Albernheit der Deutschen ist so bekannt, dass ich mich wundere, dass Etienne der Geist hatte, sich hat einführen lassen. Warum wiederholte er nicht nach den deutschen Zeitungen, dass ich den Pantoffel der Prinzessin Louise geküsst, die ich nicht einmal kannte? Dies sind Dinge, die sich durch ihre außerordentliche Dummheit offenbaren. Er muss aus seiner Zeitung alles streichen, was nach ausländischen Korrespondenzen über mich gesagt werden sollte. Schaffen Sie. Oh my goodness, where is this? Okay, that page is not right. Ein guten Finanzminister, Paris, 2. März 1811. Ich bin wohl erstaunt, dass man in der römischen Münze immer noch Geld mit dem Bild des Papstes schlägt. Geben Sie durch Staffette heute noch Befehl, dass diese Fabrikation sofort aufhört, schicken Sie. Eiligst Münzetempel, man soll nur noch Geld mit meinem Bitte fragen. An den Oberhofmarschall der Rocke Paris 1. April 1811. Man hatte sich gewundert, dass in Amsterdam das kaiserliche Paris nicht illuminiert hatte, während es die ganze Stadt anlässlich der Geburt des Königs von Rom getan hatte. An den General Krag, Kriegsminister. Lassen Sie mich wissen, warum das Befundesalz in Straßburg um einen so teuren verkauft werde. An die Gräfin Montesquieu, Felsensacker, Rambouillet. 17. Mai 1811. Ich bin sehr angenehm berührt von den Briefen, die Sie mir gestern und heute geschrieben haben, um eine Nachricht von dem kleinen König zu geben. Dank dem Vertrauen, das ich so Ihnen habe, bin ich ohne Unruhe. Ich hoffe mich an den Fortschritten, die er in 14 Tagen gemacht haben wird, freuen zu können, denn ich denke, eine Reise bis nach Cherbourg zu machen, die etwa so lange dauern werde. Rede des Kreises bei Eröffnung des gesetzgebenden Körpers am 6. Juni 1811 abgeordnet der Departement für die gesetzgebende Körperschaft. Der Friede mit dem Kaiser zu Österreich ist durch die glückliche Verbindung, die ich seitdem geschlossen habe, versiegelt worden. Die Geburt des Königs von Rom hat meine Wünsche erfüllt und sichert die Zukunft meiner Völker. Die religiösen Angelegenheiten sind so oft mit dem Interesse eines Staatsdritten Ranges vermengt und
schon im aufgeopfert worden, wenn sie die Hälfte von Europa von der römischen Kirche getrennt hatte, so kann man es ganz besonders. Der Widerspruch zu schreiben, der fortwährend zwischen den Wahrheiten und den Grundsätzen der Religion, welche für die ganze Welt gelten, und den Anmaßungen und den Interessenbestand, welche nur einen sehr kleinen Winkel von Italien betrafen. Ich habe diesem Ärgernis auf immer ein Ende gemacht. Ich habe Rom mit dem Reich vereinigt. Ich habe den Fürsten verlässt in Rom und in Paris bewilligt. Wenn Ihnen die Interessen der Religion am Herzen liegen, so werden Sie sich oft im Mittelpunkt der Angelegenheiten der Christenheit aufhalten wollen. So hatte der heilige Petrus Romer selbst den Aufenthalt im Heiligen Lande vorgesorgen. Holland ist mit dem Reich vereinigt worden. Es ist nur ein Schussling desselben, ohne Holland wäre das Reich nicht vollständig. Die von der Iglesia Region aufgestellten Grundsätze, die Neutralität keiner einzigen Flagge anzuerkennen, haben mich gezwungen, mit der Mündung der Ems, der Weser und der Elbe zu versichern und haben mir eine innere Verbindung mit der Ost dieser unumgängliche Notwendigkeit gemacht. Nicht mein Gebiet habe ich vermehren wollen, aber meine Kräfte zur See. Amerika machte Anstrengungen, der Freiheit seiner Flagge Anerkennung zu verschaffen. Ich werde es dabei unterstützen. Ich will mit den Fürsten des Rheinbunds der Krause zufrieden. Die Vereinigung von Wales war schon bei der Vermittlung sagte, vorausgesehen und als notwendig betrachtet werden, die Interessen der Schweiz mit den Interessen Frankreichs und Italiens zu vereinigen. Die Engländer lassen alle Leidenschaften spielen, bald schieben die sie Frankreich alles Pläne unter, welche die anderen Märkte wie unruhigen Kronenpläne, die es hätte ausführen können, wenn sie in seiner Politik erlegen wären. Bald wenden sie sich an die Eigenliebe der Nationen, ihre Eifersucht zu erregen. Sie ergreifen alle Gelegenheiten, welche von den unerwarteten Ereignissen unserer Tage hervorgerufen werden. Nur der Krieg in allen Teilen des Festlands kann ihren Wohlstand sicherstellen. Ich will nichts, was ich nicht in den Verträgen finde, die ich abgeschlossen habe. Ich werde niemals das Blut meiner Volke für Interessen opfern, die nicht unmittelbar Interessen meines Reichs sind. Ich hoffe, dass der Fried auf dem Festland nicht gestört wird. Der König von Spanien hat der letzten Fähigkeit beigewohnt. Ich habe ihm alles bewilligt, was notwendig und geeignet ist, die Interessen und die Stimmung der verschiedenen Völker seiner Provinzen zu vereinigen. Seit der 1600 sind sie meisten festen Plätze Spaniens nach den gültigen Belagerungen eingenommen worden. Die Insurgenten sind in einer großen Zahl Geld verschrecken besiegt worden. England hat eingesehen, dass dieser Krieg sich seinem Ende nähere und dass weder Intrigen noch Geld mehr hinreichten, ihn zu unterhalten. Es hatte sie gewogen gesehen, den Charakter desselben zu verändern
und aus einem Hilfsgenossen ist es zum Hauptteilnehmer geworden. Alles, was es an Linientruppen hatte, ist in die Haubitze geschickt worden. England, Schottland, Irland sind entblößt. Das englische Blut ist in Strömen, in mehreren für die französischen Waffen gereichten Schlachten geflossen. Dieser Kampf gegen Karthago, der auf für den Schlagfeldern des Ozeans oder jenseits der Meere entschieden zu werden schien. Wir daher ins Kuntig auf den spanischen Ebenen entschieden werden, wenn England erschöpft ist, wenn es endlich die Überfüllte, die es seit 20 Jahren mit so viel Grausamkeit über das Festland ausgeschüttet. Wenn die Hälfte seiner Familien in Trauer ist, dann würde ein Donnerschlag den Angelegenheiten der Halbinsel und dem Schicksal seiner Armeen ein Ende machen und Europa wie als in Recken. Indem er diesen zweiten Punischen Krieg beendet. Meine Herren, Abgeordnete der Departement für die gesetzgebende Körperschaft, ich befehle meinem Minister, Ihnen die Rechnungen von Action 109 und Action 110 vorzuschlagen. Ich habe sie zu diesem Zweck berufen. Sie werden daraus den blühenden Zustand meiner Finanzen ersehen, obgleich ich meinen Kriegsminister vor 3 Monaten 100 Millionen, den ich im Budget vorausgesehen sind, zur Verfügung gestellt habe, um die Ausgaben für neue Rüstungen, die damals notwendig schienen, zu bestreiten, so befinde ich mit doch in der glücklichen Lage meinen Völkern keine neue Last aufzulegen. Ich werde keinen Zoll erhoben. Ich bedarf keiner neuen Vermehrung der Steuern.